Damit unser Bike hier nachher auch wirklich optisch der Kracher wird, müssen wir es erst einmal ordentlich tiefer legen. Und dafür habe ich organisiert hier so ein Federelement, ein ULM. ULM steht für Ultra Low Medi-Tail. Und dieses Teil hier soll das Bike nachher gemäß Angaben im Internet um 7 bis 8 cm tiefer legen, was natürlich enorm ist. Der Federweg wird dadurch natürlich auch extrem verkleinert. Also dieser soll nachher bei 1 bis 2 cm liegen, was eigentlich gleich mal gar nichts ist. Das vergleicht man mit einem Starrahmen. Der Bock wird nachher also wirklich knüppelhart, aber von der Optik her natürlich auch sensationell tief. Ja, das gute Stück kostet 300 Euro. Und was ist das Besondere an diesem Teil? Es gibt dazu ein Teilegutachten. Und somit ist dieses ULM meines Wissens die tiefste Tieferlegungsoption, die es für die Kawasaki VN800 gibt, in Kombination mit einem Teilegutachten und somit auch legal einfachbar beim TÜV. Ja, und weil ich schon mehrfach Anfragen hatte, wie tief das Bike denn tatsächlich kommt durch den Einbau dieses ULMs, habe ich hier mal zwei Messpunkte am Motorrad angebracht, einmal hier am Fender Strut und habe hier eine Markierung angebracht und werde hier einmal den Wert vor und einmal nach dem Umbau messen. Und das gleiche werde ich auch hier machen, auf der Höhe, wo das Federbein im Rahmen verbaut ist. Und somit haben wir ganz klare Vergleichswerte vor und nach dem Einbau und können aber wirklich schauen, wie tief das Bike tatsächlich tiefer kommt. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis und ich hoffe, ich kann es euch in wenigen Minuten präsentieren. Der Originaldämpfer ist ausgebaut, ihr seht ihn hier in meiner rechten Hand. Und wenn man den jetzt mal vergleicht, im Gegensatz zu dem ULM, dann sehen wir hier einen Lochabstand von Lochmitte zu Lochmitte von 30,5 cm. Und das ULM hat einen Lochabstand von Lochmitte zu Lochmitte von 27,0 cm. Somit bestehen hier 3,5 cm Unterschied, Längenunterschied. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viel das nachher ausmacht, letztendlich an der Tieferlegung des Bikes. Viel zu berücksichtigen gibt es beim Einbau des ULMs eigentlich nicht. Falschrum einbauen kann man es nicht, weil unten ist die Gabel und oben ist ja, die Buchse. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe jetzt hier ordentlich noch diese Hülsen mit Fett eingeschmiert, damit die nachher auch ja, keinen extremen Verschleiß haben und baue das jetzt einfach wieder ein anstatt des originalen Federbeins. Das Original-Federbein ist jetzt ersetzt worden durch das ULM und wie unschwer zu erkennen ist, ist das Bike wirklich gleich viel, viel tiefer als zuvor.
Wie viel es letztendlich allerdings in Zentimetern ist, das möchte ich jetzt einmal nachmessen. Ich hatte hier vorher ein Maß von 66,7 cm und liege jetzt bei 60,6 cm. Also hier ist das Bike um 6,1 cm tiefer als zuvor. Bei der zweiten Markierung hier hatte ich zuvor ein Maß von 23,7 und liege jetzt bei 19,8. Also hier ist das Bike um 3,9 cm tiefer und hier um 6,1 cm tiefer. Im Internet findet man ja die Maße 7 bis 8 cm und ich denke, die sind auch realistisch, je nachdem, wo man misst. Wenn man beispielsweise hier hinten am Schutzblech am letzten Ende misst, kommt man aufgrund von dem langen Hebelarm hier mit Sicherheit auf 7 oder 8 cm. Also, eine absolut lohnende Investition. Das Bike sieht gleich ganz anders aus, ein ganz anderer aggressiver Stil. Natürlich gibt es neben dem ULM auch andere Tieferlegungsmöglichkeiten und andere Anbieter. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr unten ins Kommentarfeld reinschreiben würdet, was ihr bei euren Bikes verbaut habt, was ihr dafür gezahlt habt und vor allem, was ihr für Erfahrungen gemacht habt.